alles in der Stadt, alle reiben sich die Augen, was hat denn der für... Den Kinderfilm an sich kommt, glaube ich, immer auf die Figuren drauf an. Ne? So zu Direktor, also Tobias Moretti und Justus von Donani sind ja wirklich auch ein bisschen exzentrischer, überzeichneter angelegt, was ich irgendwie auch toll finde. Das darf der Film auch haben. Ich meine, wir haben einen Yeti, da dürfen wir auch ein paar exzentrische Figuren haben. Das macht ja auch so Spaß eigentlich bei Kinderfilmen. Dadurch, dass ich aber so ein emotionaler Zwischenanker bin, ist es, glaube ich, bei der Mutter immer schwierig, da jetzt auch noch so völlig auf die verrückte tibetanische, buddhistische Klangschalengöttin irgendwie einzugehen. Sondern ich glaube, es muss alles im Rahmen bleiben. Wir haben dann trotzdem gesagt, bunte Kostüme und... sie ist so ihr eigener Typ und sie ist schon, man merkt, ein lebhafter Mensch auch. Eine Mutter, die aber auch eine gewisse Strenge hat und die irgendwie den Vater kompensieren muss und so. Also aber nicht zu überzeichnet, obwohl das natürlich schon auch Spaß macht. Erstmal dachte ich natürlich, der ist ein bisschen größer, keine Ahnung. So, aber es gibt ja auch das Buch von Knister und da sind kleine Bilder drin und deswegen hatte ich schon so eine kleine Vorstellung, wie der Joko aussieht. Ich war Einhorn, total fixiert, immer so auf. Fand ich super. Hatte diese schrecklichen Plakate, Poster, die man damals so ganz neue, die so rauskamen und man die bestellen konnte, natürlich mit Einhörnern drauf. Ich finde es natürlich ein bisschen groß für ein Haustier, obwohl ich meine, andere Menschen haben auch Pferde im Garten oder Esel. Mein Lieblingshaustier wäre ja schon auch ein Esel. Ich liebe ja Esel. Und ich finde aber auch, dass der auch so dieses weiche, kuschelige, wie von so einer Eselschnauze, ja, so stehe ich total drauf, diese flauschigen Ohren und so. Ja, warum nicht? Aber was macht nichts, das ist einfach... Was macht man mit Haustieren? Ja, das ist ja auch irgendwie etwas, mit dem man sich irgendwie umgibt und es umsorgt und pflegt und sich Streicheleinheiten abholt, sie gibt. Das ist irgendwie man wächst ja als Kind damit auf, ne? So mit Kuscheltieren und irgendwas, dass man, weiß ich nicht, irgendwie eine Nähe und Geborgenheit gibt. Das ist ja auch das Schöne, dass Pia das so nochmal erfahren kann, obwohl sie eigentlich nicht in der Lage ist oder in der Situation. Es braucht manchmal einfach etwas Außergewöhnliches oder irgendjemand, der diesen Zugang hat dann zu Menschen, der vielleicht traurig ist. Dafür ist so ein Yeti natürlich perfekt. Aber es geht auch ums Loslassen.